So, ihr Lieben, ja, Es ist anscheinend mal die Zeit Der Ahnen. der geistigen Welt, eurer Lieben. Ich hatte vorhin eine Beratung und ja, ich hatte ja heute auch schon ein Orakel hochgestellt. Da habe ich schon bereits in den letzten Tagen den Impuls erhalten, das zu machen. Und dieses Ja-Nein-Fragen, Antworten geben, denke ich auch, werde ich öfter mal tun. Ja, aber ihr seht ja hier Karten liegen und das kam jetzt als Impuls. Und zwar geht es da um Botschaften aus der geistigen himmlischen Welt für dich, für euch genau jetzt. Also es könnte sein, und so habe ich es auch empfunden und so wird es auch in den letzten, die letzten Karten sind eigentlich Zettel. Da sind Botschaften, die aus der geistigen Welt von unseren Ahnen gemacht werden. Ja, ich würde hier auch hier sagen, dass sich jeder einen Stapel aussucht. Und dann bin ich gespannt, wer in Resonanz geht mit den Ahnen und mit diesen Anregungen oder mit Informationen, die eben durch mich hindurchkamen. Das sind also jetzt hier, geht es darum, sind hier lediglich Botschaften. Ja? Es sind hier Botschaften, Anregungen der Ahnen der geistigen Welt, der himmlischen Welt, die euch weiterhelfen sollen in der aktuellen Situation, in der ihr euch befindet. Und ja, jetzt dürft ihr euch einen aussuchen. Vier sind es. Eins, zwei, drei, vier. Und ja, wie gesagt, sucht euch einen aus. Und dann würde ich sagen, es ist ganz spontan. Ich arbeite generell nur spontan. Das ist auch bei meinen Heilarbeiten und alles, was ich mache. Wenn es kommt, dann kommt's. Setze ich mich ran und dann ist gut. Ich habe das, wo ist es jetzt? Das hier. Das mache ich nachher unten in die Beschreibung mit rein. Dieses Orakel, da musste ich nachlesen. Die Bedeutung. Und das habe ich mir notiert hier an der Seite. Die Impulse, die ich dann beim Lesen gelesen bekommen habe, die habe ich dann notiert. Ansonsten ist das jetzt alles so, wie ich es jetzt sage, kommt es durch. Könnt ihr es selbst lesen, wie auch immer. So, dann würde ich sagen, wir fangen an mit dem ersten. Und ich lege die wieder weg. Und starten mit dem ersten. So. Ich nehme die mal runter, weil ich mit dem ersten anfangen will. Also, die geistige Welt hat mir durchgegeben, nimm dir Zeit. Wasser sollte jetzt wohl in irgendeiner Form eine heilende Wirkung haben bei dir. Vielleicht kannst du damit auch sofort schon was anfangen. Vielleicht hast du gerade einfach so ein Überhaupt generell eine Wassertherapie, keine Ahnung, was auch immer. Nachrichten der Ahnen oder einfach mehr trinken, ja? Lasst euch ansprechen, so wie es für euch richtig ist. Ja, Nachrichten der Ahnen. Da habe ich ein Bild empfangen. Und schauen wir mal, was die anderen Karten noch sagen. Hier kam das Bild einer Militärperson, ein Mann mit roter Uniform und goldenen Knöpfen. Ich bekomme jetzt gerade hier rechts ein Kribbeln. Schauen wir mal, es könnte sein,
dass es eventuell jemand ist, der tatsächlich ein Ahne, ein Verwandter, ein aus der Ahnenreihe jemand ist, weil, wie gesagt, mich gerade da was, gerade bei mir etwas war. Ja, jetzt haben wir die Karte, da musste ich halt nachlesen, was das genau bedeutet. Und da geht es um bedingungslose Liebe der Erde. Also wir sollten uns sehr, die dieses Stapel haben, auch wieder dafür, darum bewusst werden, darauf bewusst, oder da, jetzt fehlt mir die Worte, die richtigen, aber uns bewusst werden, was die Erde uns gibt. Bedingungslose Liebe der Erde. Hör auf zu leiden. Beginne zu leben. Raus aus der Kontrolle. Also ich bekomme jetzt den Impuls, ein Verstorbener, ein Ahne, vielleicht aus mehreren zurückliegenden Generationen, kommt wohl in der Familie oder in dir nochmal Themen, die, wo die Ahnen sagen, wo er sagt, hör auf damit, komm jetzt endlich raus aus diesen Ahnenthemen, geh in, beginne zu leben. Ente. So, ja, da haben wir es ja auch wieder. Wärmende Herzensliebe. Die Ente öffnet dir den Zugang zu der Geborgenheit und Wärme in deinen Inneren. Heilung und Erkenntnis liegen in dir. Die Karte noch mal. Wärmende Herzensliebe, Ente. Die Ente öffnet dir den Zugang zu der Geborgenheit und Wärme in deinem Inneren. Heilung und Erkenntnis liegen vor dir. Das ist schön. Dann die nächste. Zeige ich euch mal so. Und mögen deine Gedanken von Liebe regiert werden. Also das passt ja dann wieder, das ist ja das Herz da, seht ihr das? Also hier will alles, es geht hier um die um die Herzensenergie, um. Ja, der erste Satz, geh, komm raus aus der Kontrolle. Und irgendein Ahne zeigt sich da. Also wenn sich hier jemand komplett angesprochen fühlt, ja, ich weiß, in meiner Familie war, dann bitte in die Kommentare, ich würde mich freuen. Mondzyklen, Erzengel Haniel. Achte darauf, wie der Mond deine Energie und Manifestation beeinflusst. Und mach das Beste aus deinen Zyklen. Der Mond, der nächste Mondzyklus, dürfte wichtig sein. Im nächsten Mondzyklus, also da spielt, das spielt mit einer, schauen wir mal, was da, jetzt schauen wir mal genau, was die Karte hier sagt. Ein Tag, eine Woche. Also eventuell noch der aktuelle Mondzyklus. Es geht fast zu so schnell. Ja, es geht fast zu so schnell. Dann ist es jetzt soweit. Jetzt. Jetzt. Und nicht mehr aufschieben. Genau jetzt. Und die Ahnen sind bei dir. Egal, um was es jetzt genau geht. Aber es geht ja um die Liebe, raus aus der Kontrolle. Aber ihr wisst ja, in welcher Form, in welcher Lebenssituation. Das wisst ihr ja. Okay, super, wunderschön. Zweite.
lege ich das wieder beiseite. Ja, da sind zwei Karten rausgekommen. Und hier auch, also hier wollte sich ganz viel zeigen. Ja, der Kojote und das Feuer. Und da ist das Blatt, die geistige Welt sagt oder hat mir die Worte Baum, Ruhe und Herz. Und du schaffst das. Den Satz, du schaffst das. Ahnen, Nachrichten. Ich habe da ein Bild gesehen von einem Bauern mit einem alten Pflug. Also so richtig mit Pferd und Pflug. Neuer Zyklus. Okay. So, der Kojote. Umweg. Um zur Einsicht zu gelangen. Umwege, um zur Einsicht zu gelangen. Ja, um sicherzustellen, dass du dies bewältigen kannst. Der Kojote bringt Wachstum und gewichtige Erkenntnisse, Einsichten. Also du wirst hier geprüft, ob der Weg, den du jetzt eingeschlagen hast, wirklich, ja, es ist dein Weg, aber du wirst hier nochmal, ja, darauf hingewiesen, es sind gewichtige Einsichten, die du jetzt erkennen kannst. Und das Feuer sagt, setz dein Leben. Was habe ich? Ach so, setz dein Leben in Flammen, damit es sich wandeln kann. Ja, das ist sehr, sehr. Aber Transformation habe ich da, glaube ich, gedacht in dem Moment. Ja. Also schauen wir mal weiter, ne? Hahn, Henne. Erneuerung. Eine Inventur deiner Seele steht an. Aha. Sei gut zu dir selbst.